Wir waren halt wieder den ganzen Tag der Kur auf der Spur beim Luca. Was haben wir alles gemacht? Wir haben Eis hergestellt, wir haben Eis probiert, wir haben... Was haben wir noch gemacht? Wir sind mit dem Eiswagen gefahren. Mit dem Eiswagen. Schaut es euch einfach von vorne an. Wenn man, so wie ich hier, über die Salzachbrücke von Österreich nach Bayern spaziert, ins Berchtesgadener Land, ist das Erste, was man sieht, eine Eisdiele. Und wie könnte ich da widerstehen? Servus. Luca, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Komm rein. In die Eisdiele, das Eiscenter. Genau, richtig, ja. Und wie fangen wir an? Ja, mit dem Kaffee, wie es sich gehört in Italien, ja. Gut. Schön, in Deutschland gehört sich das auch so. Quick! So, bitteschön. Danke. Luca Rizzardini. Ihr habt aber so coole Namen, ihr Italiener. Luca Rizzardini. Da kann man gut leben damit, oder? Mit so einem Namen. Es klingt halt schön. Es klingt schön. Frage ist immer, ob man dann halt hier die Leute es richtig aussprechen und richtig schreiben. War das jetzt richtig in dem Fall? Ja, war richtig ausgesprochen. Du hast dich wiedererkannt. Ja, genau. Und Eis ist deine Passion, dein Leben, deine Leidenschaft. Ja, und Familientradition. Mhm. Seit wann? Ja, das sind circa 131 Jahre dieses Jahr. Circa, ist gut. Ich wollte ja eigentlich Fußball spielen früher. Mhm. Und nach der Schule, meine Eltern gesagt, ach komm, helf mal halt kurz aus. Und als Zufall bin ich eigentlich im Eislabor gelandet, weil mein Papa muss ja nach Italien und er hat gesagt, ah, da sind die Rezepte, mach einfach das Eis. Und da ging es halt eigentlich los, ja. Wie kann man überhaupt im Kopf solche Kreationen erschaffen? Spürst du das schon vorher, wie ungefähr das Eis schmeckt? Nee, eigentlich, ich kann es mir vorstellen. Mhm. Ich probiere das Produkt als erstes und ich möchte dann 1:1 den Geschmack vom Produkt ins Eis bringen, weil sonst kommt es nicht in die Eisdicke. Bist ein interessanter Typ, ich freue mich auf diesen Tag mit dir. Muss aber ganz ehrlich sein, noch mehr freue ich mich auf was anderes. Kannst du das denken? Weiß ich nicht. Aufs Eis. Du packen wir es jetzt mal, oder? Ja, aber erst muss man eins machen. Ach so, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Eben, ja. Laboratorio del Gelato. Wir machen jetzt ein Berchtesgadener Land Milcheis. Und da sehen wir gleich mal exemplarisch, wie das funktioniert. Genau. Die Produkte haben wir ja schon da. Okay. Wir haben die Biomilch, wir haben die Biosahne, wir haben einen Biozucker. Und dann tun wir noch dazu ein Bio-Magermilchpulver, auch von der Molkerei. Und dann einfach ein Bio-Johannesbrotkernmehl dazu. Klingt alles so einfach, diese Eissorte zu kreieren. War es nicht. Man muss ja halt auch schauen, dass man wirklich halt auch den Geschmack rausbringt. Dann packen wir es mal hoch. Genau. Fangen wir halt erstmal mit dem Biozucker halt an. Das ist dieses Biosphärenzertifikat, das du hast, oder? Nee, also auch um Bio-Eis herzustellen, bin ich halt auch zertifiziert. Haben wir mit der Biosphärenregion ein Projekt halt gehabt, ob es möglich war, einen Eis herzustellen, nur mit Produkten von hier, von der Region Berchtesgadener Land. Im Prinzip das, was wir hier machen jetzt gerade, oder? Genau, richtig, ja. Okay. Der einzige Unterschied, das könnte kein Biosphären-Eis sein, weil in der Biosphärenregion, in dem Umkreis, den wir haben, kein Zucker wächst. Jetzt kannst du mal hier schon mal ein bisschen umrühren und alles schön vermischen, ja? So ungefähr, oder? Ungefähr, ja. Ungefähr. Du musst ein bisschen Liebe auch reintun. Mehr Liebe. Entschuldigung, das stimmt. Mein Onkel hat immer gesagt, satt ist man erst, wenn kein Eis mehr reinpasst. Ab in die Eismaschine. Ab in die Eismaschine. Was passiert jetzt da genau? Jetzt wird die Masse halt pasteurisiert. Das dient dann dazu, dass halt alle Zutaten halt zusammenkommen und dann halt auch bei der Temperatur, die wir dann halt einstellen, dass halt auch keine Bakterien mehr sind. Und auch für den Geschmack ist es auch wichtig. Magst du starten? Na ja. Einfach auf den grünen Knopf drücken. Verkehrt, oder? Stellen wir noch die Temperatur ein.
Jetzt ist das Eis fertig. Jetzt nehmen wir es raus und schauen wir mal, ob es passt. Von der Konsistenz her merkst du halt auch, von, wenn man das Eis halt bewegt, dass es halt schön cremig halt ist. Super, die Konsistenz super. Auch. Jetzt muss es aber halt auch schmecken. Ich sag's mal in meinen Worten, okay? Juhu! Wirklich gut. Probier du mal, der Chef. Super, ja, dann cremig, man schmeckt die Sahne, die Milch. Es gibt Erdbeer, Vanille, Bananen, die alle, aber für dich sind das wahrscheinlich auch besondere Sorten. Ja, die sind, jede Eissorte an sich ist halt besonders, wenn du die halt besonders machen möchtest. Wenn man halt eine Eiskugel kauft, das ist nicht nur einfach mal ein gefrorenes Produkt, was man halt zahlt. Es ist oft eine Familiengeschichte dahinter. Es ist die Arbeit vom Eismacher, es sind die guten Produkte. Es ist schon viel mehr als nur Eis. Mache das Eis ein bisschen anders. Gibt ja, ja nicht halt ganz normale Sorten, die man vielleicht überall halt findet, sondern ja, sind auch Geschmackrichtungen, sind halt ein bisschen gewagt. Du hast einen Auftrag schon mal gehabt für Biereis, gell? Genau, richtig, ja. Oder Tequila habe ich auch schon gemacht. Oder auch Bier in Verbindung mit Schokolade. Dunkles Bier in Verbindung mit Schokolade. Okay. Finde ich ja auch super. Mhm. Pistazie. Genau, richtig. Genau. Ja. Ich habe allerdings auch gesehen, wie du es reingetan hast. Aber warum ist Pistazie bei dir nicht grün? Ja, oft ist ja so, dass im Eis Farbstoffe halt drin sein können, ob die jetzt natürlich sind oder nicht. Die Pistazie, die ich halt nehme, die kommt ja direkt aus Sizilien. Ich kenne den Bauern, ich weiß, wo die halt herkommen. Und die Farbe ist halt so natürlich bei mir. Ja, es ist schon gut. Ist schon wirklich ein super Eis. Man steckt ja schon halt viel rein. Mhm. Und das Ziel ist halt auch, dass es den Leuten halt auch schmeckt, dass Eisessen ja zum Erlebnis halt wird. Ich muss sagen, dass mein Erfolg nicht nur an mir halt liegt, weil man hat ja die Lieferanten, wie zum Beispiel die Molkerei, die liefert erstklassige Produkte. Mhm. Wir haben kleine Bauern, die liefern mir auch Früchte. Und damit kann man dann halt auch einen Erfolg dann halt messen, alle zusammen. Mhm. Mir allein, ich kann die Rezepte halt schon kreieren, aber ohne die guten Produkte würde ich es halt auch nicht schaffen. Papa vom Luca. Ja. Das ist super. Und wie heißt du mit Vornamen? Walter Angelo. Angelo ist super. Walter. Angelo. Walter, okay. Und das hier ist die erste Generation. Genau, und das wie? Ist Pietro Rizzardini. Pietro Rizzardini, der absolute, der Urheber von dem Ganzen. Und wenn du ihn heute etwas fragen dürftest, ihn, was würdest du ihn fragen? Ja, wie er das geschafft hat, mit den begrenzten Mitteln, also so etwas auf die Beine zu stellen. Vor allen Dingen schon so weit weg von zu Hause und in einem Land, wo die überhaupt keine, nicht die Sprache kannten. Also einfach so. Wäre er stolz auf euch vermutlich? Ja, ja, bestimmt. Bestimmt. Ja. Bist du stolz auf deinen Sohn? Ja, sicher. Sicher. Genau. Wer ist besser? Papa. Was ist seine größte Stärke? Eigentlich diese ganzen neuen Kreationen und die Fantasie, die er mitbringt und die ganzen Zutaten, wie er die aussucht, auch eigentlich auf der ganzen Welt, wo er hinfährt. Im Winter hat er ja Zeit. Und der nimmt von jedem Land etwas mit. Ah, jetzt geht's los. Jetzt fahren wir los. Jetzt fahren wir los. Ich da? Jawohl. Am Ende haben wir nun mit Luca seinem kultigen Eiswagen die Gassen unsicher gemacht. Wir wollten nämlich wissen, ob alle von unserem Berzgoner Landmilcheis so begeistert sind. Sie sind der erste Mensch auf der Welt, der das Eis kriegt, gell? Genau. Auf der Welt. Ja, ja, sicher. Nein, nein, da habt ihr schon was runter. Ihr liebt es nicht lang. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Eigentlich ein Bio-Eis. Ja, sehr gut.
Das Eis von glücklichen Kühen. Das ist voll gut. Mhm. Ja. Das war jetzt spannend, war das jetzt dann irgendwie. Ich bin dahin. Es war ein wahnsinnig guter Tag mit dir. Ich werde nie wieder anders Eis essen. Nur noch von dir. Das werde ich aber nicht durchhalten wahrscheinlich. Alles Gute. Bist du ein guter Typ. Wiederschauen. Gute Ciao. Nacht. Für dich. Ciao.